Transparenz, Fairness, Sicherheit, Vertrauen, Gerechtigkeit, Innovation, Gemeinwohl. Wie wird künstliche Intelligenz unsere Zukunft verändern? Bei allem, was wir tun, müssen wir uns immer bewusst machen, dass die KI nicht nur ein Produkt der Technologie ist, sondern auch ein Spiegelbild unserer menschlichen Entscheidungen und Werte. Prompten ist das neue Google. Ich bin Sida Ahmad Kreuzer. Ich bin Initiatorin und Mitgründerin von AI Humanity. KI-Trainingsdaten werden geformt von unseren Träumen, Wünschen, unseren Bedürfnissen. Alles, was wir online hinterlassen, nutzt die KI, um sich selbst zu trainieren. Die Trainingsdaten zum Beispiel für die Gesichtserkennung wurden vornehmlich an weißen Männern getestet. Menschen wie ich, People of Color oder auch schwarze Menschen, wurden gar nicht in den Trainingsdaten berücksichtigt. Das bedeutet natürlich, dass dann die KI diskriminierend sein kann. Ich bin mit meiner Oma aufgewachsen in einem ganz kleinen thailändischen Dorf und bin, als meine Oma ihren Schlaganfall hatte, zum Straßenkind geworden. Ich hatte in dem Alter keine Träume. Ich glaube, was ich ganz viel hatte, war Hoffnung. Ich war circa 7,5, als ich nach Deutschland gekommen bin. Bis dato kannte ich keinen Strom und kein fließendes Wasser. Die Sprache habe ich übers Fernsehen gelernt. Über diese kleinen, bunten Filme, die im Fernsehen gelaufen sind. Werbung. Ich wollte unbedingt Teil dieser bunten Welt werden und ja, letztendlich habe ich es knallhart durchgezogen. Je höher ich in meiner Karriere aufstieg, desto mehr hatte ich auch immer das Gefühl, dass ich meine ethischen Überzeugungen verhandeln muss. Also habe ich mich entschlossen, mich Ende letzten Jahres selbstständig zu machen. Unsere Vision für AI Humanity ist, dass wir künstliche Intelligenz für das Gemeinwohl etablieren möchten. Die KI soll den Menschen einen Nutzen bringen. Und deshalb brauchen wir Strukturen, die die KI kontrollieren. Ich bin Stefan Buchester und ich bin Co-Founder von AI Humanity. An KI fasziniert mich, dass extrem komplexe Daten in einer Geschwindigkeit verarbeitet werden, die sonst oft Tage oder Wochen gedauert hat. Wir wollen mit AI Humanity erreichen, dass jeder Mensch, der seinen Computer anschaltet und sich durch Technologie unterstützen lässt, an der Fragestellung, was es mit anderen Menschen macht, nicht mehr vorbeikommt. Die künstliche Intelligenz muss man sich wie einen Werkzeugkasten vorstellen. Man kann entweder etwas Großartiges erschaffen oder auch ganz viel damit zerstören. Wir müssen ihr aufzeigen, was sie erschaffen soll. Und damit wir viel Gutes erschaffen, müssen wir das als Gesellschaft tun, gemeinsam. Wenn man bedenkt, dass ich ohne Strom aufgewachsen bin und mich heute mit der künstlichen Intelligenz beschäftige, dann kommt mir das manchmal total surreal vor. Und heute sitze ich hier. Ich habe nicht großartig drüber nachgedacht. Ich habe es einfach getan.